Hallo, willkommen zu einer neuen Folge 7P Range Talk. Ich freue mich sehr, heute Joschka Werdermann bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Joschka. Hallo Kerstin. Joschka, du bist gerade in Kreuth auf der German Open der EWU. Genau, ja, die deutsche Meisterschaft der EWU. Und hast jetzt einen kurzen Zwischenstopp bei uns eingelegt. Vielen Dank dafür. Stell dich doch einmal bitte gerne kurz selber vor. Du bist Pferdetrainer, aber was genau machst du? Was genau mache ich? Unser Haupttätigungsfeld ist im Westernreitsport. Mhm. Wir haben einen Trainingsbetrieb, wenn ich wir sage, meine ich meine Frau Alina und mich. Mhm. Wir haben einen Trainingsbetrieb schon seit fast 10 Jahren jetzt zusammen. Mhm. Wie das halt immer so ist, ne, wir bieten eigentlich an von bis, also von Grundausbildung bis Turnierreife, Non-Pro-Unterstützung, Turniercoaching, Kurse, was man halt dann so macht. Und deine Hauptsteckenpferde sind aber, glaube ich, Reigned Cowers, die Reigning und die Ranch Riding, also dreimal R, oder? Ja, genau. Ja. Prinzipiell genau, ja. Also wenn es jetzt um meine eigenen Favorites geht, dann sind es so die Ranch Riding, die für mich einfach so eine super gute Grundausbildung für ein Westernpferd einfach verlangt, und dann die bisschen spezialisierteren Disziplinen, die Reining, und dann so für mich die Grundlage von dem Ganzen eigentlich die Arbeit an der Kuh, die Reined Cowhorse, die ja dann, wenn man es bis an die Spitze treibt, so eine Herdwork hat, wie eine Cutting, die eine Drywork hat, wie eine Reining, und die eine Fencework hat, wo du die einzelne Kuh arbeitest in der Arena. Schaut immer sehr spektakulär aus, auf jeden Fall. Ja, absolut. Wie kamst du denn dazu, dass du Pferdetrainer wirst? Also deine Eltern haben Kriolos gezüchtet oder züchten immer noch Kriolos? Ja, genau. Also meine Eltern haben die letzten Jahre eine kleine Kriolozucht betrieben mit einem eigenen Hengst, der jetzt leider vor 2 Jahren, glaube ich, eingeschläfert werden musste. Und da kam das jetzt so ein bisschen ins Stocken. So. Mhm. Aber so bin ich da im Prinzip so ein bisschen rangekommen, dass wir eine Pferdefamilie waren. Meine Eltern haben schon immer geritten, und ich habe dann einfach für mich das entdeckt, dass ich mich auch gerne mit dem Training der Pferde beschäftigen möchte. Also nicht nur, ich setze mich drauf und genieße die Zeit mit dem Pferd gemeinsam, sondern auch, wie kann ich einem Pferd was beibringen, wie kann ich dem was vermitteln, wie kann ich ihm auch so, ich sag mal, helfen, körperliche oder mentale Schwierigkeiten zu überwinden. So, warum hat er davor Angst oder warum kann er jetzt zum Beispiel nicht links galoppieren und wie kann man da was dran ändern? Mhm. Ne? Und das hat sich dann relativ schnell dahin entwickelt, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich tun will, und ich gucke, wie ich das schaffe. Ja. Das heißt, du hast nach der Schule auch gleich etwas mit Pferden angefangen? Ja, genau. Also es war bei mir so, dass ich konnte es nicht abwarten, dass die Schule vorbei ist. Mhm. Einer von den Schülern war ich und bin dann sofort, ich glaube, wir hatten am Wochenende Zeugnisausgabe, und am Montag danach habe ich quasi mich verpflichtet für ein Praktikum bei Philipp Haug, der bei uns damals in der Nähe war, und habe dann 2 Tage später quasi dort angefangen zu arbeiten. Okay, wow, wo andere noch die Ferien genießen und Party machen, gell? Ja, genau, das konnte ich nicht abwarten. Und deine Eltern waren aber nicht oder sind nicht im Turniersport aktiv, oder? Sind genau, ja. Also, ja, eher, wie gesagt, deswegen war für mich so dieser Switch auch da, ne, dass ich nicht nur gesagt habe, ich will die Zeit mit dem Pferd im Gelände genießen und die Landschaft und so, sondern eben da nochmal einen Schritt weitergehen sozusagen, und musste mir dann aber den Input sozusagen auch woanders holen, weil wir dann jetzt eben dementsprechend auch, war dann immer schon so ein bisschen self-made, die Pferde in einem eigenen Offenstall auf einer Wiese und so, und da ist jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, dass man wöchentlich eine Reitstunde kriegt, wie das jetzt in einem Pensionsstall vielleicht der Fall gewesen wäre oder so. Deswegen war für mich dann immer so die Devise, ich muss gucken, dass ich rausgehe und da den Input bekomme. Also dir auch sehr viele Dinge einfach erarbeiten. Ja, absolut, genau, von Anfang an. Also das waren Freizeitgeländepferde, deswegen auch, wie erarbeite ich mir beide Hände Galopp und so weiter und so fort, und wie funktioniert überhaupt so eine Hinterhandwendung? Da habe ich
eben während der Schulzeit viele Bücher zugelesen und viel rumprobiert selber. Und eben nach der Schulzeit war tatsächlich erst so richtig der Punkt, wo ich sagen konnte, und jetzt gehe ich los und hole mir die Infos, die ich die ganze Zeit gerne gehabt hätte, so in der Art. Ich habe vorher in den Ferien schon immer ein bisschen hier und da was gemacht, aber das sind dann ja eben immer nur so mal wenige Wochen. Und du bist ja jetzt schon über 10 Jahre im Turniersport. Wie kam für dich die Faszination dazu oder einfach die Bedürfnis oder die, wieso findest du Turniere, Reiten oder was macht es für dich aus, dass man aufs Turnier geht? Prinzipiell der interessanteste Grundgedanke oder der mir am meisten immer noch Spaß macht am Turnierreiten ist, du musst einfach ein gutes Team sein mit deinem Pferd zusammen. Mhm. Du musst einfach ein gutes Team sein und du hast auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, das A zu überprüfen und B aber einfach auch zu beweisen. Also du kannst auch sagen, hey, wir haben was drauf. Mhm. Und das ist einfach sowohl für den Reiter ein tolles Gefühl, als auch meiner Meinung nach als auch fürs Pferd. Mhm. Weil die wachsen mit der Geschichte. Die fahren raus in die Welt, die sehen Sachen, die überwinden Schwierigkeiten. Der ist in der einen Saison vielleicht noch ein bisschen kuckig und hat Angst. Und in der nächsten Saison sagt er, hey, und hier bin ich und jetzt zeige ich, was ich kann. So, ne? Und das ist für mich einfach eine tolle Erfahrung, so eine Entwicklung mitzubekommen. Absolut, ne? Voll. Wie die einfach als Jungpferd unsicher sind vielleicht oder einfach nur Pferd, was ja prinzipiell erstmal nicht verkehrt ist, aber wie die dann rausgehen und anfangen, größer zu werden und selbstbewusster so. Und bist du nervös vor deinen Starts? Manchmal zu wenig. Das okay. Kommt so ein bisschen darauf an, dass das. Also prinzipiell bin ich nicht unbedingt der nervöse Typ, aber das hat sich so ein bisschen über die Zeit entwickelt, je nachdem, was man auch schon geritten hat oder nicht. Also jetzt zum Beispiel, wenn man da hingeht und kein Mensch kennt einen, dann reitet man einfach sein Ding. So, aber wenn man jetzt sagt, okay, das letzte Jahr habe ich hier gewonnen, ist vielleicht ein bisschen anderer Druck. Genau, ganz genau. Dann spielt da natürlich auch einfach eine andere Grundsituation eine Rolle und dann sagt man, okay, vielleicht kriege ich es überhaupt so nochmal hin, war es vielleicht nur Glück beim letzten Mal oder sowas in der Art, ne? Aber prinzipiell bin ich, glaube ich, relativ cool. Also ich schaff's, glaube ich, ganz gut, mich auf die Aufgabe zu fokussieren. Spätestens, wenn ich auf dem Pferd sitze, geht's. Grundsätzlich, denkst du, jedes Western-Pferd eignet sich für ein Western-Turnier oder gibt es da Unterschiede? Hast du Pferde im Training, wo man merkt, der ist vielleicht einfach Stangenlegastheniker und die möchten unbedingt ein Trail-Pferd? Sucht man da eine Disziplin, die passt oder vielleicht grundsätzlich zu nervös oder zu tollpatschig? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, geht auch manchmal einfach nicht? Also ich denke, da gibt es alle Varianten. Mhm. Ne? Ich meine, das ist am Ende wie bei uns Menschen auch. Es gibt Pferde, die haben verschiedene Fähigkeiten, verschiedene besondere Talente und natürlich auch Sachen, die sie einfach nicht gut können. Mhm. Ne? Und was man da immer so ein bisschen sehen muss, man sollte, wenn man die richtige Disziplin finden will, offen sein. Mhm. Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist immer irgendwie so die Ziele von den Pferdebesitzern an die Fähigkeiten des Pferdes anzupassen, auch vom Zeitplan her. Ne? Ich sag mal, jeder, der jetzt aufs Turnier möchte, macht das ja auch aus unterschiedlichen Gründen, aber ganz oft spielt das auch eine Rolle. Ich habe den Traum, einmal das und das zu machen, einmal da und da zu reiten, einmal das und das vielleicht zu gewinnen oder sowas in der Art. Und da ist natürlich wichtig, dass man da eben das Pferd nicht vergisst. Ne? Und da muss man eben unter Umständen in der Lage sein, entweder zu sagen, ich muss mein Ziel ändern, ne? Oder ich muss schauen, ob ich vielleicht einen anderen Pferdepartner dafür finde. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unromantisch, aber bevor beide damit unglücklich sind mit der Aufgabe, die sich der Besitzer gestellt hat,
ist es nicht die schlechtere Variante, weil was man immer wieder feststellt, denke ich, jeder, der ein bisschen länger im Pferdegeschäft ist, irgendwie so, wie es so schön heißt, ne, am Ende findet auch jeder Topf seinen Deckel. Mhm. Ne? Und das eine Pferd, was mir vielleicht bei den Zielen, die ich mir persönlich gesteckt habe, immer wieder Schwierigkeiten bereitet, weil es einfach nicht das passende Pferd dafür ist, ist vielleicht genau das richtige Pferd für jemanden anderen. Ne? Und ich denke, dafür sollte man offen sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch eben, ne, gerade so Disziplinen wie Ranch Riding, da ist nichts besonders Spezielles gefragt. Es ist letzten Endes eine reine Rittigkeitsprüfung, eine Prüfung von einem Pferd, von einem Ranch-Pferd, was möglichst, mit dem möglichst gut zu arbeiten sein sollte. Ja? Und wenn ich mich dahin ausrichte, ich sag mal per se, das kann ich fast mit jedem Pferd machen. Mhm. Das sollte drei gute Grundgangarten, Taktreihen beherrschen. Wenn man es jetzt ganz strikt formulieren will, der Rest ist Fleiß. Okay. Mhm. Ne? Aber natürlich gibt es Pferde, die besser passen, wo es einfacher ist, aufs Turnier zu fahren, auch vom Nervenkostüm her. Und wo es schwieriger ist. Und bei den drei Disziplinen, also Reined Cowhorse oder Reining, Ranch Riding, wenn du dich jetzt für eine entscheiden müsstest, die du gehst oder deine Lieblingsdisziplin, kannst du das so benennen oder hat da jede für sich seinen Reiz für dich? Das ist schwierig. Also das kommt so ein bisschen drauf an. Mein persönlicher Favorite ist die Arbeit an der Kuh. Mhm. Weil wenn du da zum Beispiel das passende Pferd hast, das ist ein ganz gutes Beispiel zu der Frage von eben, du kannst mit jedem Pferd eigentlich an die Kuh gehen, aber du kannst nicht mit jedem Pferd mit der Athletik von einem richtigen Cowhorse an der Kuh arbeiten. Mhm. Ne? So, ich denke schon, dass jedes Pferd Spaß hat, ein bisschen eine Kuh rumzutreiben oder da ein bisschen hinterher zu laufen, da kleine Aufgaben zu machen, aber dass es wirklich die Arbeit von einem Cowhorse ist, was das Pferd selbstständig zum Beispiel, wo das Pferd selbstständig an der Kuh arbeitet, das ist nicht. Das ist was nicht jedes Pferd kann. Ne? Da sind einfach besondere Fähigkeiten dazu nötig. Ne? Das ist so mein persönlicher Favorite. Und wenn ich das im Großen und Ganzen beurteilen würde, auch rein für den Reitsport selber, ist die Ranch Riding eigentlich die wichtigere Disziplin. Weil es da einfach um eine gute Zusammenarbeit mit dem Pferd geht und die Disziplin, meinen Augen, die Reitsportdisziplin ist, die auch normalen Reitern, die nicht unbedingt ihre Ziele auf dem Turnier haben, trotzdem auch einen guten Anreiz bietet, ein besserer Reiter zu werden und sein Pferd gut auszubilden. Und nochmal zurück auf deine Turnierlaufbahn. In den letzten 10 Jahren hat sich da gravierend was verändert an der Teilnahmezahl? Sind es mehr Teilnehmer als vor noch 10 Jahren oder weniger? Oder sind verschiedene Klassen, die mehr werden? Gibt es welche, die es gar nicht mehr gibt? Hat sich da aus deiner Sicht eine Entwicklung ergeben? Ja, also ich bin natürlich dadurch, dass ich selber meistens als Teilnehmer tätig bin, habe ich da jetzt keine Statistiken parat. Aber in der Zeit jetzt eben sind auf jeden Fall diese Ranch-Klassen neu ins Leben gerufen worden, um so ein bisschen dem Turniersport auch so die Möglichkeit zu geben, ein bisschen zu den Wurzeln der Westernreiterei zurückzukommen. Was zählt alles zu den Ranch-Horse-Klassen? Ranch Riding, ursprünglich hieß es Ranch Pleasure bei der AQHA. So ein bisschen zu sagen, das ist ein Vergnügen, dieses Pferd auf der Ranch zu arbeiten, sozusagen. Dann gibt es mittlerweile Ranch Rail, was eine Gruppenklasse ist, ähnlich wie eine Pleasure, wo es hauptsächlich darum geht, die Pferde in ihrer in der Qualität der Grundgangarten im Vergleich zu bewerten, deswegen eine Gruppenprüfung, wo aber keine besondere Rittigkeitsaufgabe gefragt wird, außer eben, dass dein Pferd dir unter anderem in Galopp- und Trabverstärkungen in einer Gruppe von 10 bis 20 Pferden trotzdem gut zuhören muss. Okay, ja. Und wer mal einen Gruppenausritt hinter sich hat, der weiß auch, dass es unter Umständen auch eine Herausforderung sein kann. Ne? Ja. Und genau, Ranch Trail gibt es noch. Wie
wie so ein hergebrachter Trail, nur nicht ganz so das Mikado, sondern eher ursprünglicher, gehört zum Beispiel auch Ropen mit dazu oder das Ziehen von einem Baumstamm. Also ein bisschen mehr praktisch orientiertere Aufgaben sozusagen. Okay. Und die sind jetzt beliebter geworden, diese Klassen. Gibt es dafür einen Grund oder ist es jetzt einfacher, das Turnier reiten? Aber das glaube ich nicht, dass jetzt ein Ranch Rail einfacher ist, als eine normale Pleasure zu reiten. Oder spricht es mehr Leute an, weil man vielleicht keinen Glitzersattel braucht? Oder ich weiß nicht, wie man es beschreibt. Ich bin turniermäßig tatsächlich nicht so bewandert, weil das eher nicht so meine Disziplin ist. Ja. Darum frage ich da einfach ganz direkt nach, wieso sind die Ranch-Klassen jetzt, wieso erfreut sich das großer Beliebtheit? Ja, prinzipiell, ne, also die Klassen sind, wie gesagt, relativ neu dazugekommen und waren aber ziemlich schnell ein Riesenerfolg und sind jetzt mittlerweile eigentlich so gut wie auf jedem Turnier die größten Klassen. Ich glaube, dass es einfach was damit zu tun hat, dass es dass einfach mehr Leute sich damit identifizieren können. Es ist wirklich mehr so dieses, das Back-to-the-Roots-Image sozusagen. Es hat einfach mehr mit dem ursprünglichen Westernreiten zu tun. Ich brauche kein Pferd, was erst 50.000 Euro aufwärts zu haben ist. Ne, so wie ich eben schon gesagt habe, prinzipiell brauche ich ein Pferd, was taktrein drei gute Grundgangarten hat und den Rest kann ich mir erarbeiten. Ich brauche kein spezielles Outfit. Ich brauche keine spezielle Ausrüstung in dem Sinne. Ich brauche einfach eine ganz normale Western-Ausrüstung und theoretisch könnte ich alles Training auch im Gelände machen. So, das heißt, ich brauche keinen speziellen Beschlag, ich brauche keinen speziellen Boden und so weiter und so fort. Ne? Also ich denke, das ist einfach ein Riesenhauptgrund. Und ich glaube, dass einfach durch diese Spezialisierung im Western-Reitsport, ich sag mal, wenn man es genau nimmt, ist ja fast jede einzelne Disziplin schon fast eine eigene Reitweise für sich. Also ein Pleasure-Pferd wird mit völlig anderen Hilfen geritten wie ein Cutting-Pferd. Oder ein Cutting-Pferd wird wiederum mit völlig anderen Hilfen geritten wie ein Reining-Pferd. Es ist einfach im Detail sind die Einzelleistungen viel, viel stärker, viel, viel höher geworden. Aber auch viel, viel, ich sag mal, viel weiter weg von der Basis, ne, viel spezieller. Und das ist genau das, wo diese Disziplinen einfach in die Lücke kommen und sagen, hey, die Leute, die sich mit dem Westernreitsport identifizieren, aber einfach nur normal Western reiten, die finden da auch einen Zuhause. Ja. Und wie siehst du die Grundausbildung? Ist die Grundausbildung beim Pleasure-Pferd für dich dann gleich, also egal ob Pleasure-Cutting oder dann einfach nur Ausreitpferd, würdest du das gleich sehen oder ist es sinnvoll, dass man das am Anfang schon spezialisiert? Also ich sag mal prinzipiell, eine Grundausbildung sollte eigentlich für jedes Pferd gleich sein. Mhm. Ich meine, was will ich erreichen, dass das Pferd, wenn man das jetzt mal ganz klassisch an der Ausbildungsskala festmacht. Ja, ich möchte, dass ich das Pferd in seinem Takt bestärke, dass ich in der Losgelassenheit vorankomme, dass das Pferd meine Hilfen annehmen kann und so weiter und so fort. Das will ich aber jedem Pferd gleich, unabhängig von der Disziplin. Ne? Aber natürlich ist es so, dass verschiedene Pferdetypen auch verschiedenes Handling brauchen. Ne? So, deswegen ein Cutting-Pferd ist ein völlig anderes Pferd wie ein Pleasure-Pferd. Hat einen ganz anderen Grundbewegungsablauf, hat eine ganz andere Grundreaktionszeit und hat auch eine ganz völlig andere Art, seine Umgebung wahrzunehmen. Ne? Und deswegen heißt es nicht unbedingt, dass die Ziele, die ich in dem Training habe, in der Grundausbildung anders sind, aber die Herangehensweise muss unter Umständen doch schon anders sein. Deswegen ist es auch nicht unter Umständen nicht unbedingt verkehrt, da mit Leuten dann zu arbeiten, die sich da auch auskennen, zum Beispiel. Ne? Also Cutting-Pferde brauchen oft schon von Anfang an wirklich auch einen Sinn in der Arbeit. Ne? Dass man anfängt, Spiele mit einzubauen, dass wir anfangen, relativ früh vielleicht auch mal an die Kuh zu gehen oder sowas in der Art. Und eine Frage, die ich am Ende immer stelle, ist, wenn du dir etwas für die Pferdewelt wünschen könntest, was wäre es? Ich würde mir wünschen für die Pferdewelt, dass es mehr darum geht, was wirklich
gut ist für die Pferde und was auch wirklich gut ist für die Reiter und nicht nur darum, was alles nicht gut ist. Weil das ist so ein bisschen das, was im Moment einfach oft viel zu eine große Rolle spielt. Dass irgendwie alle damit beschäftigt sind, die Fehler der anderen aufzuzeigen, um sich dadurch in ein besseres Licht zu stellen. So ein bisschen wie in der Politik. Besser wird es dadurch auch nicht. Und das ist das, was ich mir wünschen würde und was ich auch glaube, was so ein bisschen der Schlüssel sein wird dafür, wie wir in 20 Jahren noch die Möglichkeit haben, mit Pferden zu arbeiten oder nicht. Ja. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, Joschka. Ich wünsche dir noch viel Erfolg auf der German Open und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, danke schön. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Ranch Talk.